Sie ist sauber, unbedenklich und vor allem gut für die Umwelt. Windenergie hat ein absolut positives Image. Gerade nachdem wir ja wieder mal vor Augen geführt bekommen haben, welche verheerende Folgen Atomkraft haben kann, kriegt Wind noch mal richtig Auftrieb. Sie ahnen schon, wenn ich so spreche, kommt jetzt wieder Panorama und macht alles Schöne zunichte. Nein, es gibt sie ja, die saubere Windenergie. Aber eben nicht nur. Man muss schon genau hinschauen. Öko ist nicht automatisch gut. Auch bei Wind geht's inzwischen ums Geschäft. Und das kann eben ganz schön schmutzig sein. Nils Naber und Ingo Töne über den dreckigen Kern in so manchem Windrad. Immer mehr Windräder drehen sich in Deutschland. Die saubere Alternative zum Atomstrom. Vermeintlich ökologisch unbedenklich. Nibøl an der dänischen Grenze. Auch hier haben Anwohner gerade neue Windräder hingestellt. Den Windpark insbesondere wollten wir ihn auch errichten, um unseren Kindern eine vernünftige Umwelt zu hinterlassen bei der ganzen Geschichte. Und der durch Windräder erzeugte Strom ist eben sauber. Windenergie ist sauber. Das ist das zentrale Verkaufsargument. Gute Zeiten für den größten Windradhersteller der Welt, die Firma Vestas. Immer wieder die gleichen Argumente. Windkraftanlagen sind sehr schnell aufzubauen. Im Grunde kann man sofort Strom produzieren. Und Windstrom ist sehr sauber und macht uns unabhängig von anderen Energiequellen. Doch im Innern einiger Anlagen verbirgt sich ein schmutziges Geheimnis. In den Generatoren von immer mehr Windrädern steckt das Metall Neodym, eine sogenannte seltene Erde. Weltweit läuft schätzungsweise schon jedes fünfte Windrad damit. Der Vorteil: während herkömmliche Windräder drei Kernkomponenten haben, Rotor, Getriebe und Stromgenerator, kommen Neodym-Windräder häufig nur mit zwei Komponenten aus, Rotor und Generator, der sogenannte Direktantrieb. Natürlich viel billiger und effizienter. Man spart Gewicht und Wartungsarbeiten. Was zurzeit ganz klar in den Hintergrund tritt, sind die Umstände der Gewinnung dieser seltenen Erden in dem Hauptexportland China. Und die dortigen Bedingungen werden einfach, ich sag's mal schlicht, ignoriert. Neodym wird fast ausschließlich in chinesischen Minen gewonnen, wie hier in der Inneren Mongolei. Bei der Aufbereitung entstehen hochgiftige Abfälle. Toxischer Schlamm, der einfach in die Natur gepumpt wird, in Becken unter freiem Himmel. Ganze Landstriche sind verseucht, eigentlich unbewohnbar. Die Menschen leiden unter dem Abbau des Metalls. Der Damm um das Abraumbecken hat uns wirklich sehr geschadet. Ich sage das, weil das verschmutzte Wasser bei uns ankommt. Wir haben hier im Dorf mehr als 10 Brunnen, die können wir alle nicht mehr benutzen. Und ohne Bewässerung ist der Getreideanbau nicht mehr möglich. Das Problem: das Neodym kommt nicht pur vor, sondern muss aufwendig aus dem Gestein gelöst werden. Mit hochgiftigen Chemikalien in großen Mengen. Studien berichten über eine erhöhte Krebsrate bei Arbeitern. Das Gefährliche beim Abbau von Neodym und seltenen Erden generell, die ja zusammen eben abgebaut werden, ist, dass dabei eben auch Thorium abgebaut werden muss. Und dieses Thorium ist hochradioaktiv. Gifte und radioaktive Substanzen mit schlimmen Folgen für die Menschen in der Umgebung. Nun hat die Regierung in Peking beschlossen, die Umweltstandards zu verschärfen. Doch vor Ort hat sich bisher wenig verändert. Viele Staaten haben die dreckigsten Arbeiten nach China ausgelagert, damit sie sagen können, das ist doch nicht unser Problem. Anfang des Monats auf der Hannover Messe. Windräder boomen. Über die Technik wissen die Verkäufer alles. Über die Herstellungsbedingungen hingegen erschreckend wenig. Wie passt das zusammen mit Umweltzerstörung, die in China bei der Produktion von Neodym entstehen? Kann ich Ihnen nicht zu sagen, das weiß ich nicht. Also mir war das so nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich Ihnen gar nichts zu sagen, wirklich gar nichts. Also sagen wir mal, ich kenne da die Verhältnisse innerhalb unserer Anlage weniger. Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Neodym. Und der Industrieriese Siemens bietet ein Interview an, das er kurz vor dem Beginn dann wieder zurückzieht. Schriftlich teilt Siemens mit, man vertraue den Lieferanten, dass Umweltschutzrichtlinien eingehalten würden. Warum nicht einfach auf Neodym verzichten? Die Erklärung ist offenbar der Profit.
Diese Windräder lassen sich einfacher betreiben. Dabei gibt es durchaus auch moderne Windräder, die ganz ohne Neodym auskommen. Wieso verzichten Sie nicht ganz drauf? Konkurrenten kommen ja auch ohne Neodym aus. Wir sind, unser Konzept ist so, dass wir unseren Generator so konstruiert haben. Und wir ziehen da erhebliche Vorteile raus. Sind die Vorteile denn, wiegen die denn diese riesen Umweltzerstörungen auf? Kann ich weiter nichts zu sagen, tut mir leid. Da muss ich passen. Erfolgreich können die Hersteller von Neodym-Windrädern nur sein, wenn sie für ihre Anlagen auch Käufer finden. Die Menschen müssen sich mehr Gedanken darüber machen, woher ihre Produkte kommen und was am anderen Ende der Welt geschieht, wo die seltenen Erden abgebaut werden. Ich meine, wenn man sich darüber bewusst ist, was da passiert, dann hat man die Pflicht, Regierungen und Industrie unter Druck zu setzen, damit diese schlimmen und schmutzigen Zustände ein Ende haben. Die Käufer sollen Druck machen, andere Windräder kaufen. Was allerdings voraussetzt, dass sie das Problem kennen. Dass da radioaktive Abfälle oder dergleichen anfallen, war nicht bekannt. Also absolut nicht bekannt. Das pauschal gute Image hat das bisher verhindert. Aber wirklich ökologisch sauberen Strom gibt es nur, wenn man auch kritisch nachfragt.